hinter den Kulissen von Leinweber Bauzentrum. Der größte Baustoffhändler in Osthessen, das hat mir der Sebastian Leinweber auch gesagt. Ja, das stimmt auch, oder? Ja, also wir sehen uns hier letztendlich klar in der Region Fulda als Platzhirsch im Bereich Baustoffhandel. Und ja, wir haben hier unseren Hauptsitz in Fulda mit unseren Außenstellen in Hosenfeld, Neuhof, Hilders und Schmalnau. 7 Fachabteilungen unter einem Dach. Sie haben es oben drüber geschrieben. Das Ganze wurde jetzt neu sortiert, geordnet. Sie hatten die Chance, mal alles innen zu entkernen. Das war ziemlich aufwendig, oder? Ja, das war wie gesagt eine Komplettsanierung. Aber wir haben jetzt alles mal in den rechten Winkel gebracht und ganz klar und auch nach den neuesten Gesichtspunkten auch klar strukturiert. Ich war eben mal kurz drin. Es ist wirklich alles neu, ja. Das heißt, die Klos, die Arbeitsplätze, alles, oder? Genau, alles komplett. Einmal komplett. Es ist nichts mehr stehen geblieben. Ja, im Prinzip hätte man es auch neu bauen können, oder fast? Ja, man hätte es neu bauen können, aber gut, wir haben ja die Gebäudehülle, ist ja in Ordnung und wir haben einfach nur eine klassische Entkennung gemacht. So, die Leute sind jetzt hier unterwegs. Skala bauen wir ganz neu, ist natürlich ein Riesenvorteil. Ist natürlich auch ein bisschen gemein, die Leute sehen jetzt nicht, wie die Steine in 3 Jahren aussehen, oder? Ja, also es sind auch teilweise Steine, die schon 3 Jahre hier letztendlich drin liegen. Also wir haben den Galabau, den Gartenlandschaftsausstellung haben wir nicht komplett neu gebaut, sondern wir haben hier nur Teilbereiche erneuert. So, da vorne sieht es mal auch recht. Das heißt, hier waren auch wahrscheinlich einige Handwerker am Werk, denn das da vorne, das legt man nicht mal eben so, oder? So ein schönes Muster. Genau, also diese Ausstellung, die ist jetzt über Jahre gewachsen. Wir befinden uns jetzt hier eigentlich nicht im Neubereich, sondern das ist jetzt ein Bereich, den wir schon vor Jahren hier renoviert haben. Aber nicht, muss man sagen. Das ist recht beständig, oder das Material? Das ist ein recht beständiges Material. Wir sind hier im Bereich, in dem Natursteinbereich letztendlich. Aber muss dazu sagen, klar, unsere Ausstellung, die ändert sich auch ständig und es wird immer wieder mal eine Fläche ausgewechselt, weil die Produkte sich auch ständig verändern. Ja. Absolut, genau. Trendabhängig, was wären Sie ohne Trends, speziell bei Steinen, ja, die wahrscheinlich nie kaputt gehen, aber irgendwann ist der wahrscheinlich nicht mehr gelb, so wie hier, sondern dann ist der Markt, der verlangt nach grauen Steinen, wie jetzt im Moment. Ja, genau, der Markt verlangt, also ganz klar, ich sage jetzt einfach mal 70-80% des Marktanteils geht, sind schon graue Steine. Ja, das ist natürlich Ihr Ladeneingang, der hat ja natürlich jetzt alles in Grau. Das trägt der ganzen Sache jetzt so ein bisschen Rechnung, oder? Ja, ist halt auch Grau, ist eine zeitlose Farbe und auch sehr neutralisierend. Ich frage Sie mal in 20 Jahren. Das Grau und Blau. Ja, Blau, das ist das Handwerkers Farbe, oder? Kann man schon sagen. Wenn hier so der Eingang, da ist ja so die Überlegung, die ist auch neu, oder? Die Tür. Die Tür ist neu. Blau ist natürlich unsere Firmenlogo-Farbe, deswegen ist sie blau. Okay, ich bewege mich mal vor und zurück, dass wir nochmal reinkommen. So, jetzt dürfen Sie mal eine Premiere erleben. Jetzt wird nämlich noch aufgebaut. Alles wurde entkernt. Das heißt, Sie haben sogar oben die Decke rausgeschmissen. Jetzt ist es etwas luftiger, oder? Genau, wir haben die alte Decke rausgeschmissen, haben die Decke neu gestrichen und haben sie aber in dem Look gelassen, wie sie ursprünglich war. Ziemlich cool. Also das ist ja heute schwer im Trend. Da gibt es auch Lampensysteme, alles in LED natürlich, was der Wärme natürlich im Sommer zugutekommt, oder? Genau, wir haben natürlich hier nach den neuesten Gesichtspunkten umgebaut, natürlich LED-Technik überall eingebaut. Wahnsinn. Ich hoffe, Sie hatten Hilfe von den Herstellern, oder? Ordentlich? Ja, wir haben natürlich hier sehr viel Eigengehirnschmalz reingesteckt, aber wir hatten hier auch eine ganz starke Unterstützung von unserem Verband, der Eurobaustoff. Neubau, alles ist wirklich alles neu. Also als ich hier war vor 10 Wochen, da war gar nichts neu. Oder da waren Sie gerade mittendrin, oder? Da waren wir gerade mittendrin, da hat man, glaube ich, einen Teilbereich hat man schon erneuert, aber... Genau, wir haben das in 4 Bauabschnitte gepackt hier, damit, wie gesagt, der Betrieb weiterlaufen kann und damit wir in allen Abteilungen auch während der Bauphase verkaufsfähig waren. Das ist natürlich schön, dass Sie wahrscheinlich demnächst derjenige sind, wo die Kollegen aus ganz Deutschland zu Besuch kommen, oder? Um mal zu sehen, wie es man es im Jahr 2018 macht. Ja, wir sind mit Sicherheit der ein oder andere Referenzbaustoffhändler, wo schon mal ein Kollege vorbeikommt und schaut. Aber wenn einer was neu macht, ist das eigentlich überall so der Fall. So, hier vorne ist der Counter. Da darf jetzt Endkunden oder jetzt der Privatkunde, geht da ran? Beides. Ne? Hier sind beide Kundenschichten sind hier erwünscht. Das ist einmal der private Endkunde, aber auch der Profi, der Gartenlandschaftsbauer. Das ist hier unsere Garten- und Landschaftsfachabteilung. Ein Fachprospekt, ich nehme an, der kommt vom Verband, oder? Genau, das ist der Eurobaustoff-Gartenkatalog, den wir jedes Jahr mit dran teilnehmen. Umsonst mitzunehmen für den Kunden? Der ist kostenlos für unsere Kunden. Ja, das hier ist der Bereich Tore, Türe, Elemente, nehme ich an? Genau, das ist unser Bereich Türen, Tore, Fenster. Genau, dort
Wir haben halt unsere Sortimente, sind klassische Garagentore, Haustüren und die Innentüren. Und was wir jetzt neu im Sortiment haben, hier mit unserer neuen Ausstellung, die wir jetzt hier gebaut haben, sind Fenster. Die sind neu jetzt? Die sind neu. Das ist ein Sortiment, was dazugekommen ist, genau, was wir jetzt auch zusätzlich mit anbieten wollen. Okay, das heißt, wir hatten vorher echt keine Fenster? Warum? Wie? Das war halt so. Genau, es gewachsene Strukturen, gewachsene Abteilungen. Unsere Kernkompetenz war halt schon immer im Garagen- und Haustürenbereich. Dann haben wir irgendwann die Innentüren mit dazugenommen und jetzt als letztes Segment einfach die Fenster. Und die Beschläge dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist jetzt nur wahrscheinlich eine Mini-Auswahl. Wahrscheinlich gibt es hunderte von Griffen und so weiter. Ja, wie jetzt sagen wir, wir zeigen die gängigsten und Materialien und auch die gängigsten Trends. Auswahl gibt es da mit Sicherheit noch mehr, aber manchmal ist weniger auch mehr. Das stimmt, ja. Die Qual der Wahl, um die nicht auch nochmal zusätzlich zu unterstützen. Ja. Das heißt, man kann ja im Prinzip den gleichen Griff von 5 verschiedenen Lieferanten kriegen, oder wenn man will. Genau, man dürfte natürlich auch nicht keinen Dschungel machen, gerade für den Kunden. Und die Beleuchtung mal wieder. Immer wieder natürlich optisch angepasst. Wer hat Ihnen da geholfen jetzt? Hier zum Beispiel, das ist eine ziemlich interessante Konstruktion, wie Sie alle Türen nebeneinander haben, dass man ja gut vergleichen kann. Genau, das ist letztendlich, wie gesagt, unsere Eurobaustoff. Die hat uns ja hier beim Lichtkonzept und auch beim Ausstellungskonzept ganz klar tatkräftig unterstützt. Krass. Und da sind die Innentüren. Das mit Glas auch noch. Ja, das schafft natürlich Licht und... Die Beratung hier, die wird natürlich auch sichergestellt durch viel Fachpersonal. Genau, wir haben jetzt hier in der Bauelementabteilung haben wir 3 Fachberater, die hier für die Kunden tätig sind. Ja, und hier ist der Bereich, ich zeig nochmal hier die Innentüren. Diesen Trend muss man ja fast mitnehmen. Genau. Raues Naturholz-Look, sag ich mal. Richtig, genau. Dieser Stilbruch, wird gerade in dem Modernen und dieses Rustikale wird gern eingesetzt. Und die verschiedenen Türhöhen, die man hier mal sieht. Ja, die ist recht hoch jetzt. Genau, der Trend geht natürlich klar zu den 2,11 Meter oder 2,12 Meter hohen Türen. Ja, wenn Sie mal gerade so lieb sind, sich mal daneben zu stellen, das müssen wir mal einen Vergleich hat. Sie sind jetzt wie groß? 1,83 Meter ist er. So, und wenn Sie mal nach links gehen, da ist eine richtig hohe Tür, so eine Architektentür nehme ich an fast, genau, oder? Das ist eine Tapetentür. Eine Tapetentür. Genau, die kann quasi von außen oder von innen auch noch tapeziert werden, sodass man die Tür in der Wand mehr oder weniger gar nicht, dass man die gar nicht sieht. Ja, hier ist der ganz große Bereich B2B. Hier sind die Handwerker wahrscheinlich morgens, gehen die wie im Taubenschlag hier rein raus, oder? Genau, richtig. Das ist unsere Hauptinformationstresen, unser klassischer Baustofftresen. Ja, und halt auch Hauptinformationen. Und da oben steht ein großes I. Wer ist auf die Idee gekommen mit dem I? Oder war das vorher schon da? Nee, das haben wir jetzt neu installiert, weil wir einfach sagen, okay, wichtig ist, wenn der Kunde hier bei uns reinkommt, dass er erstmal weiß, wo muss er hingehen, wo hat er einen Ansprechpartner, dass er in die richtige Abteilung auch vermittelt wird. Stark. Ja, die Mädels sitzen ja vorne, ganz viele habe ich schon gesehen. Ja, ihr habt viele Frauen? Ja, ich sag mal, in der Information haben wir 2 Damen, es sind 2 Damen tätig, die halt das Telefon und auch den Empfang machen. So, wir schauen immer noch als einer der Ersten mit einer Kamera rein. Riesenumbau, es wurde alles entkernt bei Leinweber. Und da hinten sind wahrscheinlich die Plätze von den Kollegen, die auch ein bisschen helfen. Genau, hier hinten, also in der ersten Reihe ist unser klassisches Thekenabholgeschäft. Und in den hinteren Reihen befinden sich unsere Fachabteilungen Hochtief und Estrich und unsere Fachabteilung Putz, Trockenbau und Farbe. Okay, das heißt, der Interessent, der geht da mit oder der bleibt hier vorne an der Theke oder der darf sich auch dazusetzen mal? Also der Stammkunde kennt unsere Mitarbeiter und der geht eigentlich schon immer direkt zu seinem Fachberater, den er letztendlich kennt. Und der Kunde, der hier das erste Mal hier drin ist, der bleibt hier vorne an der Theke stehen und wird dann halt dementsprechend beraten oder in die Fachabteilung geholt. DGSVO lässt grüßen, ja, die neue Datenschutzgrundverordnung, ja, da ist natürlich viel Spaß. Auch da sind natürlich alle Bildschirme nicht mehr einsehbar, das ist, haben Sie direkt dran gedacht, oder? Ja, das machen wir eigentlich schon immer, bei uns sind alle Daten, die werden mit den Daten, die wir haben, gehen wir schon immer vertraulich um. Genau, 160 Mitarbeiter, ja, und da ist ein ganz großer Abholmarkt, das heißt, hier ist alles so für den Handbedarf des Handwerkers, was der auch noch so braucht, Schrauben, Handschuhe. Genau. Richtig. Alles. Genau, hier ist unser klassischer Fachmarkt, wo der Profi seine Werkzeuge, die Farben sind ja auch platziert, oder auch seine Schrauben bekommt. Hier sind Farben, Holzschutz, die Fassadenfarben, Binder, sage ich mal so. Auch da sind Sie fit? Nicht ganz so fit.
Aber wir haben hier zwei Farbmischanlagen. Na, ich meine jetzt, Sie selbst sind da fit. Also was natürlich die Firma Leimweber ist schon fit, ja, in Sachen Farben. Das war die Frage. Nee, ich habe nur gedacht, dass Sie jetzt nicht der Spezialfachmann für Farben sind. Genau. Nee, also wir als Firma Leimweber sind, klar, wird bei uns das Farbthema wird ganz groß geschrieben. Deswegen, wir haben mittlerweile zwei Farbmischanlagen. Eine Farbmischanlage speziell für Disposition und Silikonfarben und Silikatfarben. Und auch noch eine Farbmischanlage für Putze, für Silikatputze. Zwei Stück Methylan, das darf ja auch nicht fehlen. Das heißt, der Maler und Anstreicher und Tapezierer, der ist auch Gast bei Ihnen? Genau, das ist unser klassischer Kunde. Das ist der Putzer, Maler, Trockenbauer. Viele Betriebe fassen das mittlerweile auch zusammen. Das heißt, es sind viele Handwerksfirmen, die mittlerweile alles machen, vom Putz, Farbe und auch Trockenbau. Vom Dach bis zum Keller quasi. Genau, das ist unsere Struktur, deswegen diese 7 Fachabteilungen. Wir bieten alles für den Einfamilienhausbereich vom Keller bis zum Dach an. Also nochmal zu betonen, hier darf jeder einkaufen. Das heißt, er kann sich ein Kundenkonto anlegen, ist entweder als Barzahler eingestuft oder genau. Hier darf auch Endkunden dürfen ja auch jederzeit einkaufen. Jederzeit, deswegen, das ist ganz klar auch endkundenorientiert aufgemacht hier. Das ist einmal für den Profi, deswegen haben wir oben unsere Pufferzonen, da wo diese Folien sind, wo wir größere Mengen gelagert haben von Werkzeugen und unten halt das Handlager, das ist auch alles ausgepreist bei uns. Das heißt, das ist ein klassischer Mini-Baumarkt, so können wir es vielleicht auch mal nennen. Halt für den Profi. Das heißt, alles, was ich hier finde, hat natürlich absolute Qualität, denn es muss halten. So, ich sag mal so China-Ware, die ganz billig ist, die haben Sie nicht, oder? Das gibt es bei uns nicht, nein. Macht doch keinen Sinn, ne? Nee, macht doch keinen Sinn. Wie gesagt, wir leben hier von mit Profikunden und mit Stammkunden. Und der Kunde, der zu uns kommt, der will auch wiederkommen. Und deswegen nur ganz klar nur Profi-Qualität. Genau, das heißt, wenn Sie mal entsprechend bauen möchten und wollen was haben, was auch die Profis verwenden, dann lohnt es sich gar nicht groß zu suchen. Es gibt wahrscheinlich auch viele Dinge, die man in einem üblichen Baumarkt vielleicht gar nicht findet, oder? Das heißt, so die super Profi-Qualität? Ja, also wir legen natürlich auch viel Wert auf spezielle Produkte. Ganz sicher sind ja auch viele, viele Produkte dabei, die es im klassischen Baumarkt gar nicht gibt. Nee. Da ist die Makita. Des Innenausbauers Lieblingswerkzeug. Also ich war letztes Mal, also da sind ja zwei Firmen, glaube ich, recht aktiv, oder? Im Innenausbau. Das ist ja. Makita und wer war es noch? Dewald, genau. Sie haben beide, gell? Wir haben beide, genau. Wir haben Dewald und Makita. Das sind unsere zwei Hauptlieferanten im Maschinenbereich. Da ist die Bohrmaschine. So, und da ist auch schon der Rest. Also ich bin vollkommen begeistert. Hier vorne, ich zeige das mal gerade. Das ist wunderschön für die Kamera. So ein paar Bohrer mal nebeneinander. Die bohren was? Das ist jetzt ein Diamantbohrer, die bohren durch Beton und auch teilweise Stahl. Sie merken, ich habe keine Ahnung. Das macht die Sache umso interessanter hier, ja, wenn ich mal berichte über das Thema Bau. Meine Frau sagt mir immer zwei linke Hände nach. Das da ist auch ganz, das sehe ich immer nur aus den amerikanischen Filmen, ja, wenn irgendwelche Leute erschossen werden, das sind irgendwelche Schussgeräte. Genau, das sind Schussapparate für den Dachdecker, Nagelschussgeräte von Paslode. Wie gesagt, für den Dachdecker und Zimmereibetrieb. Profi-Qualität. Absolut Profi-Qualität. Ein Profi-Produkt, ausschließliches Profi-Produkt. Stark. Und hier vorne die große Riege an Makita-Werkzeugen. Ich selber bin ja ganz großer Makita-Fan. Dewald kenne ich jetzt noch nicht so, aber die ist fast noch größer bei Ihnen. Ja. Das heißt, man hat so das Gefühl, dass Sie Dewald ein bisschen bevorzugen, oder? Ja, wir sind schon wir wollen uns schon als Dewald-Leithändler hier in Fulda bezeichnen. Ganz klar. Stark. Also direkt am Eingang, ich bin vorne reingegangen, der Nebeneingang, da waren schon Dewald-Produkte gestapelt. Ja. So, und das ist vielleicht ganz kurz ein Abriss über Dewald, das ist Holländer oder deutsches Unternehmen? Nee, das ist ein Produkt aus dem Hause Black & Decker Stanley. Ist ein Amerikaner, bin ich. Genau. Und ist halt unwahrscheinlich stark im Bereich der Akkutechnik. Genau. Okay, das heißt, es funktioniert, das ja, mit der Technik. Also, das ist fast absolut wie Strom. Genau, es gibt viele Exklusivprodukte, die auch nur die Firma Dewald anbietet, wie zum Beispiel den Alligator, der gerade gezeigt wird. Der gibt es exklusiv ausschließlich nur
bei Dewald. Das ist eine Steinsäge. Eine Steinsäge der Alligator von Dewald. Und die haben natürlich auch das Baustellenradio. Aber wenn man ein Baustellenradio hat von Dewald, da vorne steht es nämlich, dann sieht das nämlich so aus. So, und damit wollen wir fast eine Abmoderation machen. Das steht nämlich hier. Und da habe ich auch schon gesagt, und wenn man ein Baustellenradio hat, dann muss man dieses hier kaufen. Das ist das Tough System Music mit DAB Plus, ja. Und das macht richtig laut, oder? Ja, das ist so der Trend an den Baustellen. Soll es ja nicht leise sein. Last but not least, wer ist hier? Genau, das ist unsere Dach-, Holz- und Fassadenabteilung. Genau, das ist eine relativ neue Abteilung, wie gesagt, bei uns im Haus. Und ja, die aber sehr wichtig ist. Das Dachfenster von Roto, da habe ich auch schon gelernt, da gibt es zwei große Hersteller, ja, die Dachfenster machen. Ich glaube, es gibt auch nur zwei, irgendwie, die übrig geblieben sind. Ja. Genau, Svelux und Roto, ganz klar, sind die zwei absoluten Marktführer im Bereich Dachfenster. Ja, allein Weber, Sie haben extrem gute Arbeit gemacht. Ich hoffe, Sie haben noch viele Fotos für uns während der Bauphase, die Sie hoffentlich geschossen haben, oder? Ja, wir haben die Bauphase immer komplett durchverfolgt. Ja, super. Das heißt auch Fotos, die wir einblenden könnten jetzt hier mal in den Bericht, dass die Leute mal sehen können, wie es vorher noch aussah? Die gibt es definitiv. Okay, dann werden wir das mal einblenden. Ich kann es mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann mal anders hier aussah. Ja, wenn man es eine Zeit lang gesehen hat, ich weiß es auch nicht mehr, wie es vorher aussah. Okay, klasse. Ja, Herr Leinweber, vielen Dank, dass wir mal reinschauen durften. Ja, Dankeschön.